Hello Page, fix this. Du hast also Hello Page, bist ein bisschen am Starten damit, machst deine ersten Produkte oder willst sie machen. Und hier bist du eingeloggt in deinem Hello Page Dashboard und auf der linken Seite hast du jetzt eben diese Produkte. Alle Produkte, ich habe hier ein paar Testprodukte drin und HelloPage übernimmt alles für dich, außer den Inhalt. Das schreiben sie auf ihre Fahne. Sie übernehmen Technisches für dich, die Bezahlung. Alles wird für dich übernommen, außer der Inhalt, der kommt von dir. Aber da denkt HelloPage nicht sehr benutzerfreundlich, nicht sehr inhaltszentriert, weil, wenn ich hier bin, finde ich nirgends den Inhalt. Im ganzen linken Menü nichts von Inhalt. Wenn ich hier bei den Produkten bin, da müsste doch der Inhalt sein, kann ich hier klicken auf den Kurs. Ich sehe die Standard-Danke-Seite, Shop-Seite, Bezahlseite und so weiter. Nichts von Inhalt. Jetzt hier der Trick für dich. Wenn du bei Produkten bist, es gibt zwei Wege zu deinen Inhalten. Erster Weg, hier bei deinem Produkt, ein bisschen versteckt hier, manchmal muss man sogar links und rechts scrollen, diese drei Punkte öffnen. Erster Punkt, zweiter Punkt bearbeiten, dritter Punkt Inhalt. Super gut, versteckt. Hier hast du jetzt deinen Inhalt. Anderer Weg, alle Produkte. Und natürlich würde ich jetzt in ein Produkt rein klicken, um zum Inhalt zu kommen. Also klicke ich hier rein. Hier, wie gesagt, nichts vom Inhalt. Auch hier haben sie super gut versteckt, aber es gibt einen Weg, nämlich hier oben erweiterte Einstellungen. Dein Inhalt ist eine erweiterte Einstellung deines Produkts. Alle anderen Dinge, wie zum Beispiel der Einbettungscode, das ist zuvorderst. Aber dein Inhalt ist erweiterte Einstellung. Okay, erweiterte Einstellung. Und hier tatsächlich nur mit zwei Klicks zu erreichen, dein Inhalt. Okay. Das so viel dazu, wie du zu deinem Inhalt kommst in deinen HelloPage-Produkten. Und ich hoffe, HelloPage fixt das, weil das ist ein User Experience Fehler.